Hallihallo und willkommen zu einer neuen Film-Review, diesmal mit Captain America, The First Avenger. Regisseur ist hier Joey Johnston. Dieser Film kam 2011 raus, läuft 124 Minuten und Schauspieler haben wir hier Chris Evans als Captain America, Hugo Weaving als Red Skull, Sebastian Stan als Bucky Barnes und Hayley Atwell als Peggy Carter. Ja, in Captain America geht es halt um Steve Rogers, der halt zur Armee will, um für sein Land zu kämpfen. Der wird aber als untauglich abgestempelt, weil er zu schmächtig ist. Aber er nimmt beim Superhelden-Soldaten-Programm teil und wird dann halt dadurch zu Captain America. Und zusammen mit den Holding Commander kämpft er dann halt gegen Hydra. Ja, das soweit grob zu der Story. Wir haben jetzt hier das Zweite Weltkriegsszenario. Das finde ich, wie wir finden, sehr cool ist im weitesten Sinne. Auch diese ganze Origin-Story um Steve Rogers, dass er halt als schmächtiger, junger Kerl zur Armee gehen will, aber dann halt abgelehnt wird und dann halt den Super Soldier-Programm beitritt und dann halt diese Muskel und diese Kraft bekommt, ist sehr cool. Dann halt auch noch im Hintergrund einer der wie wir finden, besseren Gegner aus der ersten Phase, nämlich Red Skull, der Anführer von Hydra, und dann der dann auch noch im Besitz ist, des Tesserakts ist, wo man am Anfang jetzt aber noch gar nicht wusste, was es mit diesem Ding eigentlich wirklich auf sich hat. Damals war es einfach nur eine sehr interessante, mächtige Waffe, aber wie mächtig sie ist, das war bis dato noch nicht bekannt. Auch die ganzen Figuren sind, wie wir finden, sehr interessant. Howard Stark, der dann auch noch der Vater von Tony ist sehr cool. Peggy Carter ist eine Powerfrau. Steve und Bucky sind auch cool. Und Red Skull, wie schon gesagt, auch ein sehr netter Gegner. Und auch, ja, halt generell, wie wir finden, ein guter Start zu einer der besten Trilogien aus dem Marvel Cinematic Universe. Aber leider gibt es auch ab und an schlechtere Sachen. Ja, was hier halt nicht so gut gelungen ist an dem Film, ist halt hier zum Beispiel die Erklärung, wo jetzt genau der Tesseract herkommt, weil er war einfach da. Und das war, ist ja halt auch das Problem an Hydra. Da wurde halt jetzt auch nicht genau erklärt, Hydra war ja auch einfach nur da. Die wurde jetzt auch nicht erklärt, warum wurde die jetzt gegründet? Also, na gut, man hat ja so teils schon so irgendwie mitgekriegt, die sollten ja halt so Waffen herstellen für den Krieg, aber mehr war da jetzt eigentlich auch nicht. Ja, so mit dem Tesseract ist so 50-50, aber möglicherweise, ja, wir sehen das nicht genau. Es wird ja erzählt irgendwie so, dass es aus Odins Schatzsaal praktisch ja, kommt. Aber halt so, wie ist der Tesseract auf die Erde gekommen? Wie ist, ja, das ist... das hat halt so gefehlt. Ja, das ist auch, also kleine Momente halt auch so aus die Story. Also die Story ist gut, aber halt diese, wie es erzählt wird halt, das ist, zieht sich, paar Sachen erzieht sich auch ein bisschen in die Länge. Und für viele wirkt er dadurch auch sehr langweilig. Wir beide sehen es aber weniger so, aber wir sind aber auch große Superhelden-Fans. Aber wir haben sehr, sehr viel Spaß an diesem Film. Und wenn ihr den schon geguckt habt, schreibt in den Kommentaren, wie ihr Captain America, The First Avenger findet. Und das war das dann mit dem Captain America Review. Und als nächstes kommt dann der Highlight der ersten Phase, Avengers. Bis zum nächsten Mal. Ciao.